Das mit dem Verkehr in der Stadt wird immer krasser. Alles ist zugeparkt. Sogar an der Spielstraße wird gerast. Ätzend. Was soll denn das jetzt? Kann ich nicht woanders parken? Ich meine, wir kommen hier ja schon kaum durch. Was ist denn mit den ganzen Rollstuhlfahrern und Kinderwägen? Hey, was geht? Sorry, sag mal, checkst du hier ist alles voller Autos. Oh, scheiße. Ich meine, das ist unsere Straße und unser Ort, wo wir... Leute, ich hab's. Wir stellen einen Antrag auf Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs. Und meinst du, das bringt was? Wir machen unsere Straße zur Spielstraße. Dann müssen die Autos alle weg. So, puff. Na, klingt gut. Ja, da mal los. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass man Spielstraßen auch für so eine bestimmte Zeit beantragen kann? Irgendwie kannst du für so einen Samstag einfach mal die Straße zu so einem Nachbarschaftstreff machen, ne? Ach, so einen Aktionstag gab's hier auch schon in der Spielstraße. Das war richtig cool. Und dann haben die sozusagen so ein Spiel-In organisiert. Du kannst auch parkende Autos mit Luftballons verzieren, ne? Oder so Luftschlangen, Glitzer, Hinweiszettel da so raufbappen. Ach naja, ein Fahrraddemo sind doch auch ganz lustig. Hast recht. Man denkt immer, dass man nichts machen kann, ne? Aber mit ein bisschen Grips und gemeinsam kann man jede Menge erreichen. Und dann ändert sich nämlich auch was. Und ganz wichtig, lasst uns solidarisch sein. Zusammen können wir so richtig Krach machen gegen das Scheißsystem. Redet miteinander. Vernetzt und organisiert euch. Werdet aktiv. Seid laut, seid mutig. Bewegt euch!